Wir waren dabei. Barakallahu fikum, das zweite Thema vielleicht oder ein Thema, was wichtig ist. Es ist bekannt geworden, dass bei uns, es gibt eine Gruppe von Leuten, die so, sage ich jetzt, die so menschlich sind und humanitär und barmherzig. Leute, die zur Wald gehören, eigentlich nicht so zur Stadt oder auch nicht zu Dörfern. NPD hat vor der Moschee Demo veranstaltet hier. Und subhanallah, stoppt Islamisierung und Asylmissbrauch. Okay. Ich meine, und die haben geschrien, kriminelle Ausländer raus, raus. Wir sind auch gegen Kriminelle. Aber warum sagt man nicht kriminelle Deutsche auch nicht raus, raus? Weil NPD selber kriminell ist. Das ist die Sache. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich meine, das war wirklich lächerlich. Das war lächerlich. Und ich meine, als sie gekommen sind und dann weggegangen sind, dann habe ich noch im Kopf nur etwas gehabt. Ich habe gesagt, war das jetzt so besser und richtiger, dass sie gekommen sind und weggegangen sind und die konnten platzen und da sieht man, was sie geschrieben da haben, dann, weil sie nicht 10 Minuten, die könnten nicht 5 Minuten reden. Und da mussten sie weg, ja. Ja, war das so besser oder was man gemacht hat in Bonn oder in anderen Städten? Meine, die Brüder, die hier waren zum Beispiel von uns und die Leute, die uns unterstützt haben von verschiedenen Gruppen und Vereinen, meine, haben diese Leute auch keine Tapferkeit, haben diese Leute auch keine, sage ich jetzt, keine Ehre? Die haben doch. Die Leute Tapferkeit und Ehre. Aber man sollte auch denken, wie man mit den Leuten umgeht. Das heißt nicht, dass du Angst hast, wenn zum Beispiel ein Hund die ganze Zeit bellt, dass du weggehst. Das heißt nicht, dass du Angst vor dem Hund hast. Sondern du weißt genau, egal was du dem Hund sagst, da kannst du nicht erreichen. Und das ist die Sache. Das ist die Sache. Das heißt, bitte, wir sollten jetzt für die Zukunft lernen. Solche Leute, die nicht fähig sind, mit Menschen zusammenzuleben. Wir sind Menschen, weil wir zusammenleben können. Aber diese Leute, die nicht fähig sind, mit anderen zusammenzuleben, da lässt man, da ignoriert man, da macht man aus dieser Geschichte nicht groß. Und diese pro Köln oder pro NRW oder pro Deutschland oder pro, man lässt sie und so weiter überhaupt ignorieren. Nicht, dass man daraus ein Problem macht und eine Story macht. Und am Ende werden die Medien, die Politiker, nicht alle natürlich, aber viele Medien, viele Politiker und viele Verfassungsschützer, das gegen uns benutzen und nicht für uns. Wenn zwei Leute streiten, lacht der Dritte. Und am Ende wird sagen, ja, ein Haufen Extremisten gegeneinander. Die Linksradikale, die Rechtsradikale und die Islamisten. Aber wir lassen uns nicht missbrauchen und wir lassen uns nicht provozieren. Und deshalb sage ich, Barakallahu fik und Jazakumullah khairan, ich meine, das ist im Interesse einige Leute und Behörden, dass die Leute aufeinander losgehen. Aber das ist nicht in unserem Interesse. Wir wollen hier unsere Religion praktizieren. Erstmal, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglicht hat, dass wir unsere Religion praktizieren können. Und zum Teil, sage ich ganz ehrlich, wir können den Islam besser praktizieren hier in Deutschland als vielen arabischen oder muslimischen Ländern. Das ist mit Sicherheit ohne Zweifel. Und deshalb, wir sind dankbar, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für diese Gabe. Und dann, wir danken auch den Menschen, die nicht Muslime sind eigentlich, aber die uns helfen oder geholfen haben oder die uns unterstützen oder unterstützt haben. Und wir danken jedem, der sage ich jetzt, frei denkt. Wir sind gegen jegliche Art von Extremismus, Rassismus und Unterdrückung. Und wir sind Muslime für eine freie Welt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig anbetet. Aber, Alhamdulillah Rabbil Alamin, in der letzten Zeit, liebe Muslime, müsst ihr etwas verstehen. Nachdem diese NSU-Affäre, sage ich jetzt, rausgeflogen ist
und aufgeflogen ist. Nach dieser Geschichte wird natürlich systematisch versucht, uns als Muslime oder natürlich Ausländer als schlechte Leute darzustellen durch V-Männer von Verfassungsschutz und von anderen Leuten. Deshalb bitte, lasst euch nicht als Instrument missbraucht werden und lasst euch nicht sozusagen provozieren, damit man am Ende die ganze Geschichte vergessen wird. 11 Leute wurden getötet und in 2 oder 3 Fällen waren die Leute vom Verfassungsschutz da. Die waren dabei. Die waren dabei. Und sie haben keine Genehmigung bekommen, dass sie, sage ich jetzt, vor der Polizei aussagen. Und deshalb blieb die ganze Sache. Und jede Behörde hat die andere Behörde blockiert. Und am Ende, diese 11 Leute wurden getötet. Die haben nichts getan. Aber am Ende, die werden Schadenersatz bekommen, ihre Familien. Jetzt bekommen sie 1 Million. Und? 1 Million, ja? Da hat man gesagt, die sind Drogendealer. Das ging um Drogendelikt. Das ging um Kriminalität und sowas. Und am Ende war die Sache so, das ist alles. Deshalb, wer heute Verfassungsschutz noch Glauben schenkt, diese Person kann ich ihm nur sagen, tut mir leid für dich. Wer die Presse noch glaubt, dann sage ich, ja, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert und nicht im 3. Jahrhundert. Wir leben in der Zeit, dass wir denken und dass wir suchen können und dass wir frei geworden sind. Wir sind nicht im 3. Jahrhundert, wo wir diese Rechte nicht hätten. Deshalb sage ich, das ist komischerweise, dass man Subhanallah, Subhanallah sage ich. Ja, dass einige Leute, auch unter Muslimen, noch sagen, ja, Verfassungsschutz warnt vor diese Leute. Aha, jetzt glaubst du Verfassungsschutz. Hast du Verfassungsschutz geglaubt, als sie gesagt haben, die sind kriminelle Leute, die getötet worden sind? Oder nicht direkt jetzt kriminelle, sondern da hat man gesagt, ja, das ging um kriminelle Delikte und so weiter. Wer schenkt diesen Leuten Glauben mehr? Wer kann diese Leute glauben? Und deshalb, Alhamdulillah, nachdem wir auch gerichtlich gegen diese Leute gewonnen haben, ja, da sagt man nicht viel, ja? Aber das ist unser Problem, sozusagen Muslime in diesem Land, dass einige Muslime, trotz dass sie wissen, dass einige im Verfassungsschutz lügen und betrügen und sie sind Feinde der Verfassung, trotzdem, man glaubt ihnen und man glaubt nicht den Muslimen. Das hat natürlich seine Gründe, aber trotzdem sage ich in diesem Sinne, wir müssen nur daraus etwas lernen, dass wir immer denken, dass wir Geduld zeigen, dass wir fragen, dass wir forschen und dass wir nicht voreilig Urteile fällen, weil das nicht nach vorne bringt. Wir Muslime, wir sind in der Pflicht und wir wissen, dass es bestimmte Kampagnen hier in Deutschland versuchen, uns als Kriminelle oder als, sage ich jetzt, Gefahr für dieses Land darzustellen. Wir dürfen ihnen diese Möglichkeit nicht geben. Geduld, relax, ruhig und weiter. Für Allah subhanahu wa ta'ala, für Allah subhanahu wa ta'ala leben. Mit Allah subhanahu wa ta'ala Geduld zeigen. Für Allah subhanahu wa ta'ala Geduld zeigen. Und mit Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala Geduld zeigen. Das ist, was wir brauchen. Und natürlich, man sollte den Familien dieser Opfer, NSU-Opfer, da sollte man ihnen mindestens Beileid wünschen. Und wir sind wirklich traurig und entsetzt, dass das passierte und dass am Ende 800.000 als sozusagen, als, was nennt man das? Wiedergutmachung? Nee, als Schweigegeld gegeben wird. 800.000, ne? 800.000. Man tötet einen Vater von einer Familie und seine Kinder werden ihn nicht mehr sehen. Und dann am Ende bekommt er 100.000. Ja, aber und am Ende die Presse erzählt nicht viel darüber. Aber
hätte ein Muslim die Katze, ja, von irgendeinem Politiker oder Partei oder ich weiß nicht was, hätte er nur die Katze angeschrien, hätten wir das in Bild-Zeitung gelesen, in Bild-Regenbogen gelesen, weil das keine Zeitung ist. Deshalb, an die Muslime, lasst euch nicht missbrauchen. Wacht auf. Und an Nicht-Muslime, ihr werdet, die Nicht-Muslime, ihr werdet selber an die Wahrheit eines Tages kommen. Und ihr werdet wissen, dass man die Muslime die ganze Zeit deframiert wollte. Und die ganze Zeit, man wollte euch einen Feind sozusagen ausmalen, was kein Feind ist. Wir haben weder Leute auf Gewissen, noch haben wir Leute unterstützt, andere Leute zu töten. Aber wir haben die NSU-Leute Ausweise von Bundesdruckerei bekommen. Die Antwort liegt bei der Sache mit dem Pass von Muhammad Atta. Aber nicht jeder versteht solche Wörter. Ja? Von 200.000 Millionen oder 200 Millionen Tonnen Asche hat man Pass von Muhammad Atta gefunden und auch NSU-Leute. Da haben sie die Ausweise bekommen. Vielleicht war das der Wächter. Oder Müllabfuhr haben ihnen das gegeben, denke ich. Vielleicht auch der Gemüsehändler oder der Bäcker. Die haben ihnen Ausweis gegeben, oder? Ja, das ist normal, alles normal. Hauptsächlich bist du kein Muslim. Wärst du Muslim, dann bekommst du alles auf dem Kopf. Und wenn du was nicht getan hast, dann wirst du auch auf dem Kopf bekommen. Wir erleben eine Diskriminierung der Jahrhunderte. Und diese Diskriminierung heißt, du musst deine Unschuld beweisen, obwohl du unschuldig bist und obwohl keiner dir Schuld beweisen kann. Überleg dir, nur ein bisschen überlegen an diese Leute, die sagen Demokratie und Freiheit und Menschenwürde und Menschenrechte. Warum sollen wir unsere Unschuld beweisen, obwohl man uns keine Schuld beweisen kann und könnte und könne und können würde? Okay? Wieso? Ja. Einfach so. Du bist Muslim. Ja und? Und? Wir sind Muslime und wir sind froh, dass wir Muslime sind. Weil wir Allah alleine anbeten und weil wir ins Paradies kommen möchten. Deshalb, diese Sache, was wir jetzt gerade gehabt haben, ja, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wisst ihr, was ich gesagt habe am Freitag? Ich habe den Leuten gesagt, keiner regt sich auf, keiner sollte darauf reagieren, bleibt ganz normal, bleibt ruhig und so weiter. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, die sind gekommen und die sind weggegangen. Und am Ende, was passiert? Wir machen unsere Arbeit weiter, wir praktizieren unsere Religion weiter und wir danken den Leuten, die uns geholfen haben und unterstützt haben. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.